Ja, hi und willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Zenless Zone Zero. Ich stehe einfach nur mit Billy und bin einfach nur cool wie ein Stuhl. Mir ist gerade aufgefallen, er hat doch so ein bisschen so ein Cowboy-Design. Er hat irgendwie so ein Sheriff-Stern, irgendwie so, ne? Auf seiner Brust. Ich habe gedacht, er hat vielleicht irgendwie so Sheriff, so Cowboy-Stiefel und so, aber hat er nicht. Und ja, vielleicht kommt er ja von hier, ne? Weiß ich nicht. So, in der letzten Folge haben wir die Söhne von Calydon zum ersten Mal getroffen. Also Lucy, Caesar, Piper, Lyda und Bernice. Ich weiß gar nicht, wie sie nochmal hier ist. Ich glaube, ihr englischer Name ist Bernice. Ich glaube, sie heißt auch in Deutsch so. Ne? Kann man das hier wegtreten? Das kann man echt wegtreten. Oh mein Gott. Mülltrennung. So, gut. Und wir sind jetzt hier in, wie heißt das nochmal? Blazewood, irgendwas mit Wood. Ich wollte das Weinwood sagen, aber das ist GTA, ne? Und ja, wir sollen ja die Bürgermeisterin treffen. Und ja, machen wir das mal, ne? Schauen wir uns noch ein bisschen um. Ich bin ja noch gar nicht reingegangen. Ich muss echt die Story hier ein bisschen durchspielen, einfach nur weil in den ganzen Endgame-Modussen hier, also Shirio-Verteidigung und so, ne? Und in Höhle 0 glaube ich auch schon. Kommen schon irgendwie Monster vor, die ich noch gar nicht kenne, glaube ich. Ja, in Höhle 0 ist mir noch keins begegnet, aber in der Shirio-Verteidigung, weil hier dieser Endgame-Modus ist, ne, wo du gegen Level 60er Gegner und so kämpfen musst, ne, mit zwei Teams. Und hier dieses eine Event, was gerade am Laufen ist, da kann man jetzt hier nicht sehen, ne, aber ist hier dieses Event. Ich weiß gar nicht, ob das ein Event ist oder nicht, weil irgendwie ist da kein Aktionszeitraum. Aber steht Aktion. Da steht auch irgendwie nicht, wie lange das ist. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ja, da kommen irgendwie schon Gegner vor, gegen die ich noch gar nicht gekämpft habe. Ne? Ich bin irgendwie in so einen Eventkampf reingegangen und da war irgendwie so eins von diesen ätherischen Monster, aber mit einem Motorrad. Ne? Also keine Ahnung, ich bin in den Kampf reingegangen und das Ding ist irgendwie auf dem Motorrad drauf gehüpft und da bin ich sofort aus dem Kampf rausgegangen, weil ich nichts offscreen sehen will. Bevor ich das nicht hier gesehen habe mit euch, ne? Also um mich nicht zu spoilern oder so. Und ja, habe ich mir gedacht, so okay, ich muss die Story mal weiterspielen, damit halt hier ich mich nicht aus Versehen spoilern kann. Man kann außerdem irgendwie auch noch gegen neues Monster kämpfen, gegen neuen Boss, weil so wie ich das verstehe, im jeden Kapitel gibt es da irgendwie so ein, am Ende gibt es da so einen besonderen Boss, ne? Hier dieser Schlechter, dieser, mit dem man gegen den Cunninghams gekämpft hat, oder dieses Maschinenviech hier mit Bellibock Industries und diese zwei Marionettenzwillinge, ne, von Victoria's Housekeeping. Also ja, ich nehme an, das sind alles Bosse, die immer am Ende des Kapitels rauskamen, ne? Und deswegen nehme ich mal an, der Boss wird freigeschaltet, sobald man Kapitel 4 abgeschlossen hat, ne? Das wird wahrscheinlich der Kapitel 4 Boss sein, ne? Und ja, man kann schon gegen den kämpfen. Ich habe den natürlich noch nicht bekämpft. Ich habe irgendwie, man konnte ja so Materialien hier austauschen. Ja, man macht ja diese komischen Materialien hier, um die Gegner hier, um die Charaktere hochzuleveln, ne? Und da steht auch, ne, scharlachroter Motor. Den kriegt man, indem man gegen, wie heißt das, Oberherr Pompey kämpfen muss. Und der Grund, warum ich zwei von den Dingern schon habe, oder weil ich schon mehrere hatte, ne, ich habe ja diese Dinge jetzt schon hochgelevelt, ist, weil man die hier kaufen konnte. Man konnte irgendwie diese Punkte kriegen, diese Punkte eintauschen, die man von der Shio-Verteidigung bekommt und so. Und die konnte man irgendwie für so eine Box eintauschen, wo man irgendwie so Boss-Materialien rausbekommen kann. Und da ich halt gewusst habe, ich werde nicht eine ganze Zeit lang erstmal nicht gegen den Boss kämpfen, außer ich rush hier voll die Story durch. Hole ich mir ja mal Materialien von dem, was gegen den ich noch nicht kämpfen werde. Deswegen konnte ich Caesar schon so ein bisschen hochleveln. Aber ich habe noch keine Ahnung, was dieser Boss ist. Und was es damit auf sich hat. Aber ich nehme an, das ist der Kapitel 4 Boss, den man ganz am Ende bekämpfen muss, ne? Ah, mal schauen, ne? Und ja, ich habe so das Gefühl, da war schon wieder ein Spoiler, weil Oberherr, der heißt irgendwie Oberherr Pompey. Also ist das irgendwie hier der Oberherr von irgendwie, von dieser einen Biker-Gang oder so, weil, wisst ihr, genau deswegen will ich hier erstmal die Story weitermachen, bevor ich mich hier aus Versehen irgendwie Spoiler oder so, ne, und irgendwie Gegner sehe, die ich noch gar nicht getroffen habe und so, ne.
Das ist halt immer schwierig, ne, wenn das Spiel schon irgendwie einen so Sachen irgendwie zeigt. Mir wäre halt ehrlich gesagt lieber, wenn die irgendwie erst diese ganzen Boss hier Bekämpfer machen, wenn das Spiel das nächste Mal geupdatet wird, ne, weil weiß, wenn die Story irgendwie voll langsam irgendwie spielt, so wie ich, ne, da tust du dich irgendwie ja aus Versehen voll spoilern. Oder das Spiel schon irgendwie in den ganzen Events und so weiter hier die ganzen Bosse reinpackt und die neuen Gegner. Das ist ein bisschen blöd. So, ich merke halt, hier ist ein ganz neues Gebiet. Ich dachte, hier kommt schon direkt eine Cutscene oder so, wenn wir jetzt hingehen, aber ne, hier kommt ein direkt neues Gebiet. Ist bestimmt noch, ich wollte gerade sagen, gibt es bestimmt noch Schatzruhen, ne? So, bist du die Bürgermeisterin? Okay, warte, lass mich mal hier umschauen. Lola. Gibt es auch irgendwie Shops oder so? Hier gibt es doch bestimmt irgendwann hier diesen Katzentypen irgendwann, ne? Weiß er in der Mülltonne. Boah, mich regt halt so oft, dass mein Charakter jedes Mal, wenn ich so ein Ding anspreche, direkt dagegen tritt. Das ist so unhöflich, ne? Sei nicht überrascht, überall braucht man Mülltonnen. Ich bin überhaupt nicht überrascht. Kannst du nicht einfach mal mitspielen? Du weißt doch, was ich von dir will, oder? So. So, der will einfach wieder Münzen, Gedenkmünzen, die man finden kann. Ich habe noch keine, weil ich hier noch nichts gemacht habe, ne? Aber kann ja trotzdem schon mal gegen mit der reden und dagegen treten, weil irgendwas mit meinem Hauptcharakter nicht stimmt. Voll respektlos, ey. Ich meine, es ist irgendwie nicht nötig, hier gegen das Ding zu treten, ne? Man kann auch einfach Hallo sagen oder so, ne? So, jedenfalls, boom. Kasa, Mikasa zu Kasa. Hm. Noch den Sound von meinem Fernseher angehabt. Ich würde sagen, ich habe so ein kleines Echo gehört. Cesar, wer ist diese junge Dame? Das ist die Bürgermeisterin. Hast du dich mein Missionsziel gelesen? Ich trinke mal kurz einen Schluck. この町は昔カリドーンのこの世話になってね。あなたたちも必要なものがあるなら私に言っとくれ。今晩から私の後ろにある家を使ってくれていい。すまないね。今はまだ中に荷物が残ってるが、すぐ人を呼んで運び出させるよ。母さん、ここへ来る途中例の装飾を作ってる連中がいたな。仕方がないだろ。町への装飾缶は壊れたままなんだから。 ガソリンスタンドが営業できないなら工芸品でも作って売るくらいしかできないのさ。幸い最近大口の注文が入ってね。それにもうすぐツールドインフェルノもあるだろ。サンフリントもよく売れてるよ。マジでザンフリント。何だいそれは。ああ、こういう手編みの工芸品さ。ツールドインフェルノの時期になると旧油田エリアのほとんどの家がこれを掲げるんだ。 Das ist wie so ein, wie heißen die Dinger nochmal, Dream Eater, ne, Traumfänger. Das Bild sieht aus wie ein Gesicht, wenn du es sagst. じいさん連中曰く太陽と炎の神の顔面だそうだぜ。神は英雄を導いて 燃える湖に火をつけさせ、炎の中から無事生還できるよう加護を与えるんだと。けど別の説もある。サンフリントに書かれてんのは逆さまの人間で、そいつはハシリア連盟の初代覇者なんだそうだ。このてのかわったデザインにはそうなった理由がありそうなものだけど。この通りだ。実はな、 こいつのモチーフになってんのは最初のツールドインフェルノとその初代覇者にまつわる伝説だ。プロキシ。ist das dieser Pompeji? Weiß Pompeji noch mal? Ist das die Stadt oder ist das der Vulkan? Oder ist das diese italienische Insel mitten im Vulkan, ne? Er hat es öhnlich korrigiert. Ich vergesse immer, ob das der Name des Vulkans oder der Stadt ist. Ich glaube, das ist der Name der Stadt, ne? Und in der Stadt gibt es auch einen Vulkan, ne? Wenn ich mich irre.
Wenn ich mich nicht irre. Dieser brennende Schlott ist der Cinderglow-See. Bisschen Musik auf einmal so dramatisch. その通り燃え盛る湖が誕生したことによって旧ユデンエリアに住む全員の生計は守られたのさ。とはいえ、私らがずっと枕を高くして眠れるかというと、そうでもない。天然ガスとエーテル物質が燃焼してできる副産物はすぐエーテル結晶に変わって湖の周囲に堆積していくんだ。放っておいたら結晶はどんどん積み重なって、最終的に噴出口を塞ぎ、 一度でもそんなことが起きたら地下の石油はまた壊滅的な被害に遭うだろうね。だから、シンダーグローレイクの火は昔、それで一度消えかけたんだぜ。当時どうにかしようとある若い走り屋が仲間とフォローに入ったんだ。それで、ナイスエアステオバーやね。特製の火打ち石を使い命がけで結晶をぶっ壊した。 Funkelstein. Das ist wortwörtlich ein Stein aus Portal. So ein Würfel aus Portal. Ja, das war der erste Oberherr, ne? Overlord. Nennen wir die Overlords. Das klingt viel cooler. Oberherr klingt irgendwie nicht so cool wie Overlord. Warum nicht Überlord? Nicht Lord auch ein. Ist nicht Lord auch ein deutscher Begriff? Gibt es auch in Deutsch, oder? Das war Billys früheres Leben. Um also sein Opfer zu gedenken. おい、プロクシー。そいつが飛び込んだまま死んだなんて、俺様は一言も言ってねえぜ。まあ、そう思うのも無理ないけどね。一緒に火の湖に向かった仲間も、彼は死んだと思ったくらいだから。でもその翌日、なんと奇跡的にフォローから出てきたのさ。若き走り屋の勇気に心を動かされた太陽と炎の神が、彼を灰の中から蘇らせたんだと、みんなは口々に言った。 この出来事をもとに火の中へと真っ逆さまに落ちていくイメージ。そして神様のお顔を住民たちはサンフリントに編み込んだのさ。戒いに入りて英雄は戻る。なんて歌に読まれるくらいでね。Eine tolle Geschichte. Ich bin froh, dass die Geschichte ein gutes Ende hat. それは良かった。ハッピーエンドだったんだね。そうだな。 Hierfür war dieser Boss, dieser Pompey, dass der irgendwie der erste Überlord ist oder so. もちろん、初代覇者の武勇伝は、それだけにとどまらねえ。やつは戻ってきてすぐ、旧ユデンエリアの大小様々な走り屋連中を集めて、走り屋連盟を作ったんだぜ。それからは、ツール・ド・インフェルノを数年ごとに開催するってルールで定めたんだ。シンダーグローレイクに、 二度と同じ危機が訪れねえようにな。そういうこと。今でもツールドインフェルノが最強の走り屋にしか成し遂げられないってのは変わらないけど、私ら住民にとっちゃもはやお祭りみたいなもんなのさ。Ich hätte nicht erwartet, dass wir so lange über die Legende der Tour de Inferno reden würden. Ein echt spannendes Thema. Freue mich, dass du so denkst. Foxy, ich muss nur noch mit Kasa über die Stromversorgung für eure Ausrüstung gehen. Du kannst schon zur Tankstelle gehen und Lucy und die anderen suchen. Ja, wir mit den anderen auch noch reden. Hebelbohr. Wir müssen aus wie Eos mit dem Schal. Hey, Mädels. Na, zwei Blondinen. Ganz allein.
Sind die miteinander verwandt? Sie sind beide blond. Piper ist auch blond. Sie heißt Bernice. Okay. Wir haben über die Legende der Tour de Inferno geredet. Das ist so schön, mal Lucy in den Cutscenen zu sehen. Ja. Ich merke gerade, diese Lache ist voll verloren gegangen in der Übersetzung. Im Englischen hat sie bestimmt auch nur so gesagt, ne? Gibt es da überhaupt? Machen halt irgendwie Leute in englischen Synchros? Ich habe das irgendwie noch nie gehört, glaube ich. Ne? Ich höre immer nur in japanischen Synchros, wenn die diese, wie nennt man die, Ojo-sama-Lache machen. Bist du kein Fan dieser Legende? Geht immer irgendwie voll verloren, glaube ich. In Fire Emblem Three Houses, da gab es ja auch so einen Charakter, immer so oh, geredet hat. Ich glaube, in der englischen Synchro hat sie auch nicht so diese Lache gemacht. Caesar nannte dich Montefio. Ich habe ja mal gesehen, Lucy hat irgendwie mit so einem NPC geredet. Irgendwie so eine ältere Frau, die hat es irgendwie wiedererkannt, hat irgendwie gesagt, so, oh, du siehst aber ganz schön anders aus. Also ja, sie kommt eindeutig irgendwie so aus der Stadt oder so. Du hast dein Leben in der Stadt aufgegeben, hat sie gerade gesagt. Du denkst langfristig. Jawohl.
Im selben Moment. Hey, Bell. Gibt's eigentlich eine Anrede für kleinere Schwester oder kleinere Brüder? Ich weiß, dass kleine Brüder und kleine Schwestern ihre älteren Geschwister immer Oni-san und Oni-chan nennen, aber gibt's da irgendwie auch umgekehrtes? Ich weiß, Imoto bedeutet kleine Schwester, ne? Und das war nochmal kleiner Bruder. Imoto ist kleine Schwester und Ototo, weiß ich nicht. Ich glaube Ototo, nee, keine Ahnung. Ich weiß, gibt's irgendwie, ich weiß, dass das kleine Schwester bedeutet, aber es ist irgendwie nicht die andere an. Das ist irgendwie nicht die Anrede, ne? Wenn ich mich nicht irre. Also jetzt. Jetzt gibt es zwei Aufgaben in der Höhle, die zu erledigt werden müssen. Höhlendaten sammeln und Fahrzeugteile kaufen. Ich habe von Cäsar und den anderen gehört, dass es egal ist, welche Aufgabe wir zuerst erledigen, also was ich dir war, blablabla. Königsleiter und weiter. Ich bin bereit, los geht's. Ja. So, ist eigentlich genau wie mit damals hier mit, ich glaube, mit Bällebock, ne? Muss man, glaube ich, auch irgendwie hier. Oh, ah, hier ist das. Cool. Ah, guck mal hier. Oh, Kapitel 4. Okay, egal, was wir als erstes machen, ne? Da können wir bestimmt wieder verschiedene Charaktere, ne? Je nachdem. Ja, all gesammelt. Die deutsche Übersetzung kommt ein bisschen zu kurz, habe ich so das Gefühl. So, hier haben wir nie, wir haben nicht alle Charaktere. Ich kann ihn nicht ändern. Probieren. Und ich habe natürlich noch Piper. Hier schon Level 60 übrigens. Da waren drei Mitglieder. Ne? Okay, man muss trotzdem noch einen Charakter mitnehmen. Ich könnte eigentlich meinen Charakter. Ich könnte die eigentlich mit meinen Charakteren ersetzen. Meine sind stärker. Mein Cäsar und meine Lucy sind beide stärker. Und ich habe das Schweinchen auch auf Level 60 gebracht übrigens. Also ich habe jetzt das Söhne von Kalidon. Schweinchen, Kaninchen. Bangbo. So, boah. Ah, Intro-Material. What's up? A monkey. Sehr cool. Kurze Zeit später, irgendwo in der Höhle. Die Darmfallen müssen an sicheren Orten platziert werden. Keine Ahnung. Wenn du Bescheid weißt, ist gut. Scheint Speedy sehr gut zu kennen. Der Typ sieht ein bisschen generic aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Hätten sie ruhig irgendwie mal so einen Schweinchen-Typen oder so machen können. Ich hätte lieber den einen Typen hier als spielbarer Charakter gewesen, den wir am Anfang gesehen haben. So ein Schweinebär-Mann.
Oder diesen Affentypen, den wir gerade gesehen haben. Also solche Charaktere will ich haben. Wir haben irgendwie nur noch menschliche Charaktere irgendwie in letzter Zeit bekommen. Ich meine, wir haben Ellen und Jane bekommen, aber wir machen mal wieder so ein paar tierische Charaktere oder so. Und die nächsten Gachas sind auch wieder alles nur menschliche Charaktere. Bernice kommt als nächstes, dann dieses pinkhaarige Mädchen mit der Brille aus Sokakos Gruppe, dann kommt glaube ich er. Wir machen mal wieder vielfältige Charaktere. Ich hoffe, die machen nicht das gleiche so wie in Honkai Star Rail, wo die irgendwie zwei irgendwie Kindercharaktere reingepackt haben und dann haben sie irgendwie das Konzept irgendwie gedroppt. Wir haben Baylo und Hook irgendwie spielbar gemacht, ne, also diese kleinen Mädchen. Danach haben sie nie wieder ein kleines Mädchen irgendwie als spielbarer Charakter reingepackt. Ich habe irgendwie Angst, dass die das in diesem Spiel auch machen, ne? Die haben irgendwie so Charaktere wie Ben und Billy und Sokako reingepackt und dann machen sie irgendwann nichts mehr daraus. Ich hoffe wirklich, das wird hier nicht so enden. Okay. Ja, los geht's. Aber Cäsar, da ist müssen wir den Dinger hier beschützen, genau. Naja, ah, das haben wir mit Billy gemacht, genau. Ey. Finger weg. Ah. Alter, wie viel Schaden hat Piper gerade gemacht? Ich meine, die ist eine 60, aber trotzdem. Das Gefühl, das Spiel ist irgendwie voll laut gerade. Oh, komm, wie schnell sie sich jetzt drehen kann. Oh. Ich habe eben nichts anvisiert. Ich weiß nicht, ob der Effekt hier aktiviert wurde jetzt. Ja, ich habe den von hinten ich habe ihn noch nicht mal angeschaut, aber trotzdem geblockt. Was ist im Weg, du Blödsinn? Was ist eigentlich meine Mission hier? Schießen auf ohne als eine Figur, dann das schaffe ich locker. Guck ich mal die Animation von Lucy an. Huh. Huh. Jedes Mal. Das ist voll süß. Ah. Ja, die Geräusche, die Lucy macht, voll krass. Das war voll lustig, irgendwie ihre Soundeffekte hier zu hören. Oh. Hm. Ich finde sie klasse. Ah. Oh ja. Mal ein bisschen mehr Cäsar hier spielen. Weil ja neu ist. Ich wünsche aber, das Spiel wird einem irgendwie die Chance geben, irgendwie die Charaktere zu spielen, die man selber hat. Also ich zum Beispiel meine Lucy anstatt vorgegebene Version zu benutzen. Ich meine, man kann aber auch irgendwie eigene Charaktere spielen. Man kann halt irgendwie, glaube ich, abstellen, ne?
Bin mir ziemlich sicher, man kann dann auch irgendwie abstimmen, wenn man es möchte. Ja, mache ich nicht. Auch wenn ich die Charaktere habe. Dann könnte ich eigentlich höher gelevelte Versionen benutzen. Anstatt die, die mir das Spiel vorgibt. Warte. Was leider gerade? Ja, mit dem Timing hat üben wir noch ein bisschen. Verdammt. Okay, also, die waren alle außerhalb des Dings. Hat sich halt die ganze Zeit aufgefüllt, alles klar. So. Noch irgendwas Lustiges. Hey, nicht kaputt, Mann. Die Capture dann einfach zurück. Übrigens, eine Sache, die mich schon seit Ewigkeiten stört, was ich hoffe, dass die irgendwann mal fixen werden, ist folgende. Ne? Das ist man nämlich, da tut mich manchmal nämlich im Kampf ein bisschen behindern. Ne? Erst einmal, wenn man Charaktere wechselt, ne? Charaktere wechselt, tut man mit R1 und L1, ne? Und man wechselt zu dem Charakter, der jetzt, wir haben ja jetzt oben links, haben wir ja jetzt Caesar, ne? Und links, rechts von mir ist ja Lucy, ne? Das heißt, wenn ich R1 drücke, kommt Lucy, ne? Und hier, theoretisch ist ja Piper jetzt links von Caesar, ne? Ich meine, sie ist zwei nach rechts, aber sie ist eigentlich links, weil das hier so ein Rad ist, ne? Ist sie ja links von Caesar. Das heißt, wenn ich L1 drücke, kommt Piper. Also worauf ich hinaus will ist, mit R1 wechsle ich zur Person auf der rechten Seite und L1 zur Charakter auf der linken Seite, ne? So, jetzt stellt sich mal einer vor, ich möchte einmal kurz zu Caesar wechseln und dann wieder zurück zu Piper, ne? Dann müsste ich ja R1 und L1 drücken, ne? Einmal R1, ne? Und dann L1, ne? Aber wenn ich das zweimal mache, passiert Folgendes, ne? Ich drücke jetzt R1 und L1, ne? R1, L1. Ne? Habt ihr gesehen, was passiert ist? Er hat jetzt durchgehend weiter zu Lucy gewechselt, welche auf der rechten Seite wäre, ne? Jetzt drücke ich L1 und R1. L1, R1. Der tut dann, wenn ich irgendwie zwei Schulterknöpfe direkt hintereinander drücke, dann wird direkt zur nächsten Figur gewechselt, anstatt in die Richtung, wo ich auch hindrücke, ne? Also das Spiel tut irgendwie so, als würde ich zweimal irgendwie nach rechts drücken, ne? R1, L1. Das Spiel hat jetzt sozusagen so registriert, so, okay, du hast zweimal R1 gedrückt, ne? Also du willst zweimal nach rechts. Ich so, nein, ich habe einmal nach rechts und einmal nach links gedrückt. Das ist jetzt eine Kleinigkeit, ne? Aber ich finde irgendwie, in Kämpfen ist mir schon sehr oft passiert, dass ich irgendwie zu einem Charakter wechseln wollte, aber weil ich irgendwie in der Action zweimal den Knopf gedrückt habe, schnell hintereinander, oder weil ich in der Action zwei Knöpfe sehr schnell hintereinander gedrückt habe, also L1 und R1, registriert das Spiel manchmal so, oh, du willst also Dings hier zweimal nach in der einen Richtung wechseln, und ja, dann fühle ich mich manchmal in der Situation so, hör mal, ich wollte gar nicht jetzt hier, ja, ich lese mal jetzt. Manchmal finde ich mich dann irgendwie in der Situation so, oh, ich will eigentlich einmal kurz zu den Charakter und dann wieder zurückwechseln, aber das Spiel vermasselt mir halt irgendwie. Also ich hoffe, das wird irgendwie geändert, weil das tut mich schon so ein bisschen behindert manchmal in einigen Stellen. Das gleiche passiert, glaube ich, auch, wenn man diese Kettenangriffe macht, ne? Also wenn man irgendwie einen Gegner angreift, ne? Und dann unten rechts irgendwie wird angezeigt, so, möchtest du R1 drücken, um diesen Charakter hier einen Kettenangriff auslösen zu lassen? Und manchmal drücke ich irgendwie den anderen Knopf, der gar nicht da unten rechts angezeigt wird, und der Charakter wird trotzdem zu diesem Charakter gewechselt. Und das ist ein bisschen nervig. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Ich kann mich auch drehen, ja. Ich kann mich auch drehen, hier. Das ist eine Sache, die ich mir wünsche, die irgendwann behebt wird.
Aber das Spiel tut auch so, wie ich das verstehe, viele Sachen beheben, ne? Ich hoffe auch, irgendwann mal wird dieser Fehler behoben, dass irgendwann, dass man die Charaktere spielen kann, ne? Dass man die Charaktere in der Stadt auch spielen kann, weil wurde immer noch nicht gefixt, ne? Ich kann immer nur noch mit Caesar umlaufen, weil ich sie als letztes freigeschaltet habe. Kann ich eigentlich auch treffen? Ja. Ich nehme an, die fixen das, ne? Ich bekomme immer so alle zwei Tage irgendwie so eine Mail, so, oh, wir haben das gefixt, wir haben diesen Fehler behoben, wir haben das gemacht. Also hoffe ich, dass irgendwann dieser Fehler auch irgendwann behoben wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie so geplant ist. Also dass man nur Charaktere spielen kann, die man ab dem Zeitpunkt freischaltet. Da wäre ja voll dämlich. Ich habe schon alle Charaktere, alle 4-Sterne-Charaktere. Schmeiß mein Schweinchen auf euch. Holt der eine Bandit irgendwie so eine Lesebrille raus? Dann machen wir die einfach wieder herrenlos. ただのコソ泥と思ってましたけど、随分良い周到ですわね。それどういう意味だよ、ルーシー。先ほどの間に表面の刻印を削り取ったに違いありませんわ。グラインダーか何かを忍ばせてたんですわね。そういう用意があるなら、最初からこうなることも織り込み済みのはずでしたよ。なるほどな。ライト。 ルーシーが俺様に我慢しろっつうからよ。こいつらを片付けんのは任したぜ。はいよ、大将。チームの一員として価値を示す時が来た。俺たち走り屋だ。揉め事と来たらそれで解決するのが公平だ。 Ernsthaft, ihr wisst, dass der Typ es drauf hat und wollt trotzdem gegen ihn kämpfen?何を隠そう、俺たちのチャンピオンもあそこの出なのさ。だがいつも地面に這いつくばってたあんたと違って、うちのは20連勝を誇った豪傑だ。待てよ、ひょっとしてそいつは震えているな。ライト、そう、お前のよく知るこのお方だ。悪い、誰だ。 ライト、ああ、スタッフ、俺っちだ、ベルラム。てめえに20連勝を阻止された。傲慢な野郎だ。イケメンで強くて人気で、イケメンだからってすっとぼけてんじゃねえ。なぜ2回もイケメンと、ベルラム。いいぜ、覚えとこう。
Was zum? Ah. Ah, noch mehr menschliche Gegner, ich liebe es. Ich mein Klein kam hier weg. Dann setzt eigentlich nicht mein Ultimate ein. Ah, mit Silber! Genau, ein Charakter mit, aber es geht. Ich habe vergessen, Corin. Corin hat eine Kettensäge. Ich wollte gerade sagen, ich wünsche mir auch gerne einen Charakter mit einer Kettensäge. Ja, es gibt auch wirklich einen Charakter mit einer Kettensäge. Ich habe gedacht, du hättest ein bisschen mehr drauf. Sag. Boah. Sag. Boah, ich wäre so in seinen Hintern reingerammt. Ich dachte, er hat ein bisschen mehr drauf, der Kollege. Life is pain. Private Paw. Ja, man kann ein Fenster irgendwie wegmachen. Primate Paw. Genauso wie du.金のために相手を痛めつけ、金のために痛めつけられたふりをする。そんなものの、どこに名誉があった。あのリングに上がってたのは、行く当てをなくした死に損ないだけだ。かつての俺や、あんたのように、今のあんたは、実力であの場所を離れ、郊外で走り屋のチャンピオンに収まった。そうだ。どうして？ あの声だめに心を置いてきたふりをする。ライト、それは郊外に感謝するんだな。ここは決してあんたの羊や過去を笑わない。実力さえあれば自分の運命を変えられる場所なんだ。俺と決闘がしたいならこんな回りくどいことせずとも相手になってやる。結局のところ俺にも挑戦したいと願ってやまない相手がいるからな。 Blöder sexy Leiter. Und so beginnt sein Villain-Arc. Okay, das war. Ich habe das Gefühl, ich habe einige Dingens verpasst, einige Schätze. Aber kann man ja jetzt nachholen. Ne? Da gibt es ja jetzt so eine Funktion, die die schon von der Weile hinzugefügt haben. Sagen wir mal direkt das nächste auch noch. Ne? Nichts freigeschaltet, was? Hier. So, guck mal, da fehlt nämlich noch was. Aber wenn man, glaube ich, alle Sachen, oder kann ich das noch nicht? Kann ich das nicht machen? Ja, da fehlt nämlich noch eine. Kann ich das nicht machen? Detail zum Auftrag, Höhenaktivität. Ich meine, man kann das... Hätte ich mich hier schon spoilern können? Oh, ich hätte mich hier schon spoilern können. So, ich zeige das nur für euch. Ich gucke gerade weg. Konnte man den Boss schon da sehen? So, normalerweise kann man jetzt hier irgendwie die Leute jetzt dahin schicken, um das letzte Schatztruhe bergen zu können, ne, die man verfehlt hat. Aber
Ich nehme an, weil ich gerade noch in der Story bin, geht das gerade nicht, ne? Das ist jetzt auch nicht so schwierig, ne? Da kann man ja locker noch mal reingehen. So, wir gehen in die nächste Level, ne? So, ah, da haben wir Bernice. So. Was mit Piper? Piper wird ja gar nicht gespielt. Warum nicht? So, cool. Kommen wir mal Bernice. Welche wir als nächstes pullen werden, ne? In 2 Wochen. Leider werde ich dann die Story schon hier abgeschlossen haben von ihr. Was ein bisschen schade ist, ne? Aber ich bekomme sowieso die ganze Zeit vorgelegene Charaktere. Aber leider werde ich schon die Story, ich glaube nicht, dass ich nur noch 14 Tage brauche, um die Story hier zu erledigen. Ich werde die in ein paar Tagen erledigt haben, ja? Das heißt, Bernice werde ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht haben. Aber ist auch egal, ne? Wie gesagt, man kriegt da vorgeschriebene Charaktere. Meiste Zeit. Ich habe mir merken sollen, wie viele Schatztruhen es hier gibt. Ich verstehe sowieso nicht, wie ich die verpasst habe. Hm. Ist das wirklich nötig? So, da Bernice, ne? Ja. Ich weiß, sie hat Flammenwerfer. Sehr cool. So, Figurenvorstellung. Bernice, Spezialangriff gelöst, verstärken Spezialangriff, das werden wir ja sowieso irgendwann mal nochmal durchlesen. Ha? Also sie hat irgendeinen Balken da. Okay, ich habe halt gedrückt gehalten. Die ist doch bestimmt eine Angreiferin, ne? Hallo. Oh, sehr cool. Ich hatte die ganze Zeit gedrückt. Oh, zeig mal ihre Animation. Okay. So nah wollte ich eigentlich nicht dran zoomen. Mehr nur ihre Animationen. Soll das überhaupt sein? Irgendwie so. Ich finde die Vielfalt am Waffen ja richtig krass. Ja, ein cooles Design. Ist wieder Boba Fett von Zendes. Was? Stand da gerade? Oder nicht? Sie hatte voll die putzige Reaktion gerade. Nani, nani. Hey, yo. Explodier mal. Ja, aber jetzt los. Boah. Ja, da hat er gerade. So, das war mein Ultimate. Ah, sehr geil. Ah, das war sehr cool. Okay, ich weiß nicht, warum sie jetzt gerade diesen Move gemacht hat, aber okay. So, was zum? Kommen wir noch mehr? Alter. Okay, sie ist lustig. Sie hat einen lustigen Kampfstil.
So, kann ich irgendwo sehen, wie viele Schatztruhen hier sind? Hier bin ich. Oh, da sieht man sogar, wie weit ich entfernt bin vom Ziel. Ah. Sagen, aber wenn ich nach links gehe, dann tut sie mit ihren linken Flammenwerfer. Komm mal her. Ich wusste, sie benutzt ihre Sonnenbälle in irgendeinem Move. Mein Gott, die ist definitiv eine Art. Kann man alle gut nachgucken? Gruppenzustand, Truppenzustand, Währungs. Kann man irgendwie sehen, was die für eine Figur ist? Also ist sie Angriff, ist sie Verteidigung? Ich glaube irgendwie nicht, ne? So, Stufe 8. Okay, alle Fähigkeiten sind auf Stufe 8, sehe ich gerade. Ist das irgendwie so als Standard? Ich habe normalerweise immer auf Stufe 7, glaube ich, alle Charaktere, ne? Also deren Fähigkeiten. Okay, ich tue definitiv für sie pullen. Ich meine, ich tue sowieso immer schon mich entscheiden, für welchen Charakter ich hier pulle, bevor ich die überhaupt spiele, ne? Weil ich kann mir vorstellen, einige Leute tun erstmal immer erst die Charaktere ausprobieren, ne? Um zu gucken, so, oh, gefällt mir dieser Charakter, tue ich für diesen Charakter pullen oder so, ne? Ist mir vollkommen egal, ob ich irgendwie, weil nicht eine Art von Element, eine Art von Charakter oder Rolle irgendwie schon tausendmal ab. Wenn mich ein Charakter anspricht, dann tue ich den pullen, bevor ich überhaupt irgendwie nachgucke, ob der Charakter gut oder schlecht ist oder so. Das kommt immer erst später bei mir. Aber ich kann schon verstehen, wie einige Leute. Du. Ich kann wahrscheinlich verstehen, wie einige Leute erstmal gucken irgendwie so. Deswegen ist ja diese. Deswegen gibt es ja immer diese Testphase, die man hier in jedem Mechorio-Spiel machen kann. Ne? Da kann man die Charaktere erstmal ausprobieren, um zu gucken, so, oh, ist das ein Charakter, der mir Spaß macht zu zocken oder so. Ne? Und dann kann man sich entscheiden, ob man für den pullt. Ne? Bei mir ist genau umgekehrt. So. Ja, da waren noch so zwei andere, ne? Waren noch zwei andere Kollegen, oder? Tierenmädchen. それに一応相場より遥かに高い額を提示してきよったし。そうそう。連中、カリュドーンのことが名乗っておったぞ。挑戦者の資格が手に入ったから、しっかり準備しておきたいんじゃと。へえ、うちって資料の女の子もいたんだね。それとも実は内緒にしてるだけ？ヘルバかな。それ、ラビッシュ、シュワインちゃんファン。 Da sind die Namen von den Schweinchen von Lucy. Die hat er irgendwie drei Stück. Wo so war es Orga und Mr. Doom. Oldtimer. Muss ja auf unsere Gegner die ganze Zeit zu bewundern. Ja, wir werden die überreden. Schlauer alter Mann. Schlauer Opa. Irgendwie nicht, wenn er sich was hauen ließ hier. Wir müssen sie aufhalten. Ja, danke. Das ist darauf ich selber auch gekommen. Aber warum sind wir überhaupt dabei gerade? Ja, wir sind gar nicht dabei. Wir sind vor dem Lastwagen wahrscheinlich, ne? Weil normalerweise ist er ja immer hier. Im Ding ist hier. Warum kommen wir noch hier hin?
Normalerweise sieht man unseren Charakter ja immer hier im Zimmer, hier in dem im Laden. Aber er steht wahrscheinlich hier vor dem Lastwagen, wo wir hier halt Ding platziert haben, ne? Das HDD-System. Deswegen habe ich mich gerade gewundert, warum müssen ja immer noch in der Wüste. Begleitet er uns hier mit in der Höhle? Wir haben doch hier den Bangbo hier und so weiter. Aber lass mich mal hier durch. Na, schade. Es gab mal bei einigen Höhlen so Missionen, wo man irgendwie so Kisten kaputt machen. Da bin ich immer mit Piper reingegangen, habe mich einfach gedreht. Oder mit Lucy, habe einfach durch so 10 Kartons hier durchgeschossen. Na, was hat sie gesagt? Ich habe mich aufgepasst. War zu sehr mit Reden beschäftigt. Spawn die Dinger hier? Aber warum tun die denn so schnell schon explodiert? Die Tür mit jedem Angriff hier diese Feueranzeige auffüllen, ist mir schon aufgefallen. Aber sie hat auch eine doppelte Animation, ja. Aber nicht beim Seitwärts, nur beim Rückwärts. Oh, sie auch. Aber sie nicht. Da. Hallöchen, na. Oh ja. Der ist neu. Der Gesicht auch soll. Eine coole Ultimate, die wieder so Feuer versprüht. Na, ah, ich bin ausgewichen, hab das Ding gesehen. Das ist cool. Ich freue mich in 2 Wochen. Das ist noch so lange, ne? Und ich habe noch 20.000. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich wieder 30.000. Ich habe viel zu viele Dinger hier. Es gibt viel zu wenige Charaktere, die mich irgendwie so sehr interessieren. Es gibt auch irgendwie wenig Charaktere bisher, die mich interessieren, wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Ich meine, es kommt jemand von den Event-Charakteren jedenfalls, ne? Ich meine, hin und wieder kommt mal jetzt hier ein Charakter, ne? Bernice und Cäsar, ne? Die haben mich beide interessiert, aber hat ganz schön lange gedauert, ey. Davor war Shinji halt, ne? Piper! Davor war Shinji. Aber davor kam noch gar nichts, ne? Da habe ich Ellen geskippt, ich hab Jane geskippt, ich vergesse immer, wie ihr Name ausgesprochen wird. Shu Yan. Muss mal mehr interessante Charaktere in der Event Gacha kommen. Ja, Cutscenes mit Piper, bitte. Ich habe das Gefühl, Piper kommt hier irgendwie zu kurz. Sobald sie ausgeht, hat steigt Bernice auf ihr Motorrad und fährt davon. Da kommt jetzt bestimmt Dings, ne? Piper im Team. Ja. Jungspunde.
Wie jung bist du denn? Wenige Moment später in der Nähe des Friedhofs verlassener Fahrzeuge. Ja, und der nächste Boss, ne? Oh Mann. Der Apfel war relativ easy. Ist so ein kleiner Pyromaniac, Bernies. Ich meine, ganz offensichtlich. Jawohl. Und die Gegner werden verbrannt. Ich schaffe dich zu Solo und kein Problem. Ja, so cool, dass man sich bewegen kann dabei. Aber ja. Ah, jetzt ist natürlich. Ja, mit dem Timing tun wir noch mal ein bisschen mehr üben. Ich habe die Mine gekontert. Na, solche spielbare Charaktere bräuchte man. Ein bisschen mehr Vielfalt zu haben. Wir müssen jetzt irgendwie fast nur menschliche Charaktere. Ich will nur sagen, wir haben schon so eine farbige und bunt gemischte Charaktercrew, ne? Warum nicht irgendwie, weil nicht Vorteile daraus ziehen? Wenn ich an gegen die dritte Person kämpfen wir irgendwann in der nächsten Mission, ne? Ich frage mich, ob Bernice ja normaler Name ist und sie so mit dem Namen geboren ist und dann irgendwie eine Faszination mit Feuer bekommen hat, oder ob sie sich irgendwann eine Faszination mit Feuer bekommen hat und dann Bernice genannt hat.私はカナダ動く傭兵だからね。それにあの雇い主、正直言ってあんまり好きになれなくてね。だからって身元までは明かせないけどさ。面倒はごめんだし、そこは諦めてもらうしかないかな。うん、大丈夫大丈夫。それは聞かないから。もしもしバーニス、それはあなただけで決めていいことではなくってよ。 無駄だぜ、ルーシー。バーニスのやつ、一度こうと決めたら、てこでも動かねえからな。猫ちゃん、今の雇い主が好きじゃないなら、
Klamotten passen schon mal. なんで追い出すかと思えば。どうして自分たちは裏切られないって思うんだい?猫の資料はこの鋭い爪を何にでも伸ばすんだよ。猫ちゃんは一番強い人をパートナーに選ぶんでしょ?安心して!私たちカリュドーンの子は絶対そんな存在になっちゃうから!ならあなたたちが最強になった後でもう一度声をかけて。 それと、さっきから人のこと猫ちゃん猫ちゃんって。私にはプルクラって名前があるの。オッケー、プルクラちゃん。また一緒に遊ぼうね。あなたは加減たものを知らないから。いや、でもまあ。あったかいの。嫌いじゃない。オッケー。 Was gezeichnet. Wieder Geld und all sowas. Boah, schön. Also mal gut, 10 Minuten, da kam mir viel länger vor. Dann aber die meine Mission erledigt, ne? Am selben Tag, nach dem Abendessen. Ah, ich bin so voll. Das Abendessen nach der Arbeit schmeckt immer besonders lecker. Piper kann echt gut kochen, egal ob die Wraps oder die Spieße, bei denen man nicht genau weiß, welches Fleisch verwendet wurde. Ich kann einfach nicht aufhören, sie zu essen. Ich glaube, ich habe Insektenbeine gesehen. Weiß, eiweißreiche Nahrungsmittel sind gute Sachen und ich finde, das hilft einen auch, das Leben hier in der Auszone besser zu verstehen. Hm, weiß, dein Handy klingelt. Vielleicht hat dir jemand eine Nachricht geschickt. So, Lucy. Ich bin's, Lucy. Hallo, Lucy. Python, ich muss mit dir über etwas reden. Ich warte in der Hütte hinter der Tankstelle auf dich. Ach ja, komm ganz leise und sag niemandem Bescheid. Hast du was gehört, Bell? Gut, triff dich heimlich mit Lucy. Oh. Okay, da würde ich aber sagen, das war's für diese Folge, ne? Und in der nächsten Folge treffen wir uns dann mit. Da wollte ich nicht mal, da kann man ja gar nicht mal machen, ne? Weil ich in der Story bin. Und versuchen den Charakter jetzt zu wechseln, aber geht ja nicht. Ich bin gerade in der Story drin, mittendrin. Gut, dann bin ich hier im Part. In der nächsten Folge machen wir weiter mit der Story, ne? Gucken, wie es hier weitergeht. Bis jetzt ist es ziemlich lustig, ne? Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.